Kennst du das, wenn du versuchst, ein Video aufzunehmen, aber du gar nicht gut rüberkommst, weil du ständig daneben auf dem Skript schaust? Natürlich kennst du das nicht, aber ich schon. Ich will coole Videos für euch machen und deswegen brauche ich einen Teleprompter. In diesem Video zeige ich dir, wie ich mir einen baue und wie du es ganz einfach nachmachen kannst mit einem 3D-Drucker. Ein Teleprompter projiziert deinen Text direkt vor die Kamera, sodass du ihn lesen kannst und dabei den Blickkontakt zur Kamera hältst. Die Technik dahinter ist ganz einfach. Ein halbdurchlässiger Spiegel ist im 45-Grad-Winkel vor der Kamera platziert und reflektiert deinen Text, der auf einem Bildschirm spiegelverkehrt angezeigt wird. Dieser Spiegel ist so beschichtet, dass er einen Teil des Lichts reflektiert und einen Teil durchlässt. Die Kamera nimmt dabei durch den Spiegel auf, ohne den Text zu sehen. Ich fange mal gleich an mit Fusion 360, um den Teleprompter zu designen. Ich will ihn nicht zu groß haben, sodass er direkt auf das Kameraobjektiv draufkommt und dort auch befestigt wird. Dieser Teleprompter wird mit einem Handy funktionieren und mit einem 12x12mm Spiegel, der hier schräg vor der Kamera sein wird. Da ist der Spiegel. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Teleprompter an der Kamera festmachen will. Zum Testen habe ich erstmal einen Lenshood gefunden, was man drucken kann und was auf dem Objektiv draufkommt. Ich habe den Ring gedruckt. Es ist wirklich unglaublich, wie gut das hält. Also ich hätte niemals erwartet, dass es so fest ist. Und für das Objektiv muss ich noch das andere Ring ausprobieren. Da bin ich mir sehr sicher, dass es halten wird. Aber es ist sehr, sehr cool. Viel besser als das andere, was ich mir überlegt hatte, mit unter der Kamera festmachen und so. Das wäre viel zu aufwendig und wackelig gewesen. Ich habe erstmal schnell meine Kamera nachgedesignt, damit es einfacher ist, den Teleprompter zu entwickeln. Es waren entspannte 2 Tage, die ich dafür gebraucht habe. Nee, Spaß. Ich habe natürlich das 3D-Modell einfach aus dem Internet runtergeladen, ne? Also, ich habe mir den Teleprompter ausgedruckt. Sieht auch sehr, sehr gut aus, finde ich. Die Druckqualität. Ich habe es noch nicht getestet, lass mal schauen, ob es geht. Hier der Adapterring, der kommt aufs Objektiv drauf, passt eigentlich ganz gut drauf und es hält auch. Darüber bin ich schon sehr stolz, dass es so gut funktioniert. Und jetzt der große Moment. Oh nein, man sieht die Ecken hier. Scheiße. Nicht nur ein bisschen, ne? Ja gut, jetzt bin ich bei 17 mm, wenn ich jetzt reinzoome, ist jetzt 28. Ich glaube, da sieht man die Ecken immer noch ein bisschen. Scheiße. Oh nein. Ah, weil jetzt müsste noch das Teil fertig sein. Und das soll noch unten rangehen, um das Handy zu halten. Ich habe schon alles versucht. Ich habe versucht, die Kamera deutlich näher ranzubringen im 3D-Modell, so nah wie möglich am Spiegel, weil ich dachte mir schon, dass das ein Problem sein würde. Aber jetzt weiß ich auch nicht, weil das Objektiv ist wirklich 2 mm nah von der Scheibe und ich kann nicht noch näher ran. Aber es gibt vielleicht eine andere Lösung. Zum Beispiel könnte man das Glas nicht auf 45 Grad lassen, sondern ein bisschen höher neigen, sodass man diese Ecken halt nicht mehr sieht. Die Frage ist nur, um wie viel muss ich den Spiegel drehen? Weil ich will es jetzt nicht ein drittes Mal dann nochmal drucken, wenn es nicht passt. Jetzt geht's wieder ans Design. Also, ich habe den Teleprompter neu designt. So sieht er jetzt aus. Und jetzt gehen wir ihn gleich schon drucken. Ich habe die SD-Karte schon bereit. Das ist die neue Version und das ist die alte. Im Vergleich zu der alten ist der Spiegel bei der neuen gerade, also nicht so schräg. Auch die Kamera ist deutlich näher am Spiegel. Ich habe das wirklich so optimiert, dass es nicht näher geht. Hier oben habe ich noch ein Loch für eine Schraube reingemacht, damit es nicht von alleine aufgehen kann, wenn man es auf die Kamera drauf gemacht hat. Lass uns jetzt aber den Spiegel drauf bauen. Das alte funktioniert eigentlich super, aber ich will mit meinem Weitwinkel filmen und deswegen passt mir leider nicht. Zuerst muss ich aber die Fingerabdrücke richtig sauber entfernen. Das ist wirklich sehr wichtig. Oh, es passt so. Also mein Adapterring ist schon auf der Kamera drauf. Wie sieht das aus? Das heißt, dass man nur eine Ecke sieht? Hä? Wieso sieht man nur eine Ecke? Ist es nicht zentriert? Hä, doch. Auf jeden Fall ist es 17 mm. Wenn ich aber auf 20 drauf mache, na, man sieht es immer noch. Okay, halt. 24 mm, man sieht es nicht mehr, glaube ich. Dass man nur eine Ecke gesehen hat vom Teleprompter, das lag daran, dass der Adapterring nicht ganz korrekt war. Der Adapterring war leider verdreht, sodass der Teleprompter nicht ganz gerade war im Verhältnis zu der Kamera. Ich habe das jetzt aber korrigiert. Jetzt kann ich auf jeden Fall, um es richtig zu testen, die
Smartphone-Halterung draufschrauben. Dafür werden die Schrauben einfach direkt ins Plastik reingeschraubt. Ich habe 3 Einstellmöglichkeiten. Ich will sowas noch einmal drucken. Und das reduziert die Chancen, dass ich das mehrmals drucken muss. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwer da oben. Oh. Ja, aber es funktioniert super. Also ich kann mich jetzt mal im Handy sehen. Wow. Ich habe noch die Befestigung für den Spiegel gedruckt. 2 kleine M3-Schrauben halten das Ganze zusammen. Leider ist mir aufgefallen, dass wenn man Licht von der Seite reinleuchtet, das spiegelt die Innenseite des Teleprompters auf den Spiegel und das sieht leider die Kamera, weil das Innere des Teleprompters so hell ist und deswegen färbe ich das jetzt schwarz. Indem das schwarz ist, reduziert es die Spiegelung, weil schwarz tut halt weniger Licht reflektieren. Am liebsten hätte ich jetzt Auspuffspray benutzt, weil es so matt ist. Leider ist die Dose leer. Jetzt geht's. Warte, wo ist mein Dings? Hey, muss mal ganz schnell testen. Vorhin ging es nicht, komisch, gell? Ich habe jetzt schon sehr viel Farbe benutzt. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Ich empfehle euch, das einfach mit schwarzem Filament auszudrucken. Dann müsst ihr das nicht färben. Leider ist es nicht ganz perfekt. Hier kann man sehen, dass die Farbe unter das Klebeband gegangen ist. Wegen den Druckschichten. Aber ja, sieht schon besser aus. Also ist es natürlich nicht perfekt. Ich weiß nicht genau, was gerade spiegelt. Vielleicht ist es jetzt die Linse der Kamera, die sich im Spiegel spiegelt. Kann es sein? Auf jeden Fall ist es schon viel besser als vorher. Jetzt gibt es aber ein Problem. Nein, es ist nicht meine neue Frisur. Da ich das jetzt gefärbt habe, passt der Spiegel nicht mehr rein. Oh, es passt so gut. Nur um zu sagen, wie genau ich das konstruiert habe, ne? Jetzt werde ich wohl die Farbe hier abreiben müssen mit so einem Schraubenzieher oder so. Und fertig ist der Teleprompter. Und so sieht das jetzt aus. Man sieht meine Füße, man kann den Text sehen. Ich filme gerade mit 22 mm und wie du selbst sehen kannst, sieht man die Ecken nicht. Dank dem Adapterring kann ich den Prompter auf andere Objektive auch anpassen. Die 3D-Modelle und einen Link zu dem Spiegel kannst du in der Beschreibung finden. Vergiss nicht, das Video zu bewerten oder mir deine Meinung in die Kommentare zu schreiben. Und wenn du mehr von solchen Projekten sehen willst, lass ein Abo da, mach's gut. Ciao!